Wir sind heute mal wieder in der Natur unterwegs und zwar auf dem Sodenberg. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der Sodenberg liegt in der Südrhön an der Grenze zum Spessart und im fränkischen Hügelland an der fränkischen Saale. Und das ist ein ehemaliger Vulkan. Genau genommen ist das ein Basaltkegel, also das Basaltgestein, das sich im Inneren eines erloschenen Vulkans befunden hat und somit sozusagen die letzten Reste eben eines Vulkanes. In diesem Video kommt zum ersten Mal auch meine neue Kamera, die Sony Alpha 6400 zum Einsatz, die eben ja besonders bei den Naturvideos oder besonderen Bahnvideos, Schiffsvideos und so weiter zum Einsatz kommen wird. Natürlich hauptsächlich weiterhin die GoPro aufgrund der besonders guten Bildstabilisierung, aber hier eben schon mal ein Eindruck, wieso die Bilder von der Alpha 6400 aussehen. Aber zurück zum Sodenberg, denn wie man das hier schon sehen kann, auf dem Sodenberg befand sich früher ein Steinbruch. Da werden wir gleich noch etwas mehr von sehen. Hier die zweite Besonderheit und das ist die Aussicht hier, ein Blick auf die Rhön und eben Richtung Spessart hat man wirklich einen tollen weiten Blick. Hier auch der Blick runter ins Tal der fränkischen Saale mit der Bahnstrecke von Gemünden über Hammelburg in Richtung Bad Kissingen. Ja, was hat es auf sich mit dem ehemaligen Steinbruch? Dort wurde eben Basalt abgebaut ab 1904. Der Steinbruch hatte jüdische Besitzer und musste daher leider 1936 den Betrieb einstellen. Der Steinbruch wurde dann noch bis 1958 weitergeführt und dann endgültig stillgelegt. Noch heute kann man einige Reste sehen. Natürlich die Grube, die eine beeindruckende Tiefe von etwa 70 Metern erreicht hat. Oder auch eben hier dieser Tunnel. Und wenn man durch den Tunnel hindurchkommt, dann ist auch noch einiges von den ehemaligen Gebäuden zu sehen. Insbesondere das Hauptgebäude, da ist noch ziemlich viel von zu erkennen. Ist nicht mehr in gutem Zustand natürlich, man kann es hier sehen. Aber da sind eben noch einige Mauern übrig geblieben. Und das ist auch ganz interessant hier. Hier haben wir die Mauer. Oben verläuft der Wanderweg und direkt auf der anderen Seite ist aber der Krater. Also hier ist eigentlich nur noch diese schmale Mauer zwischen dem Ort, wo ich mich jetzt befinde, und dem Krater. Und obendrauf verläuft tatsächlich der Wanderweg. Das ist also auch ganz interessant eben hier. Wenn man Lost Places mag und auch gerne zum Beispiel Fotos von Lost Places macht, dann ist man hier definitiv an der richtigen Adresse. Wenn man dann einmal um die Grube herumgehen möchte, dann sollte man schon sehr gut zu Fuß sein. Die Wege hier sind dann deutlich anspruchsvoller als der reguläre Wanderweg hier auf dem Sodenberg. Da geht es teilweise sehr, sehr steil bergauf. In meinem Fall lag noch ein bisschen Restschnee und es war feucht, da war es wirklich sehr anspruchsvoll dort zu laufen. Man hat aber eben immer wieder den beeindruckenden Blick hier eben in den ehemaligen Steinbruch. Der Sodenberg ist 481 Meter hoch. Früher war er allerdings 506 Meter hoch, eben bevor hier der Steinbruch war. Damals befand sich hier auch eine Burgruine. Noch vorhanden ist oben eine kleine Kapelle. Gerade im Frühjahr, in den Frühlingsmonaten, lohnt sich der Besuch, weil es hier sehr viele Pflanzen gibt. Besonders Märzenbecher, Küchenschellen und Adonisröschen kann man hier sehr viel sehen. Ich war jetzt hier ein bisschen zu früh noch da. Seht ihr, lag noch Schnee, ist also schon ein paar Tage her, dass ich hier war. Da war noch nicht ganz so viel los, aber jetzt dürfte ein guter Zeitpunkt sein, um den Sodenberg mal zu besuchen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr fandet auch dieses Naturvideo interessant und es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Videolink sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.